Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ankh, das Herz des Osiris. Ich bin immer noch in der Küche, ja. Die arme Tara hat es nicht leicht mit mir und habe zwar kleine Fortschritte gemacht. Also das Couscous-Gericht ist fast fertig. Mir fehlt jetzt noch ein feiner Geschmack fehlt mir jetzt noch. Und da muss ich irgendwie an diesen Delikatessen-Kühlschrank dran. Ja, Deutsch ist eine schwere Sprache. Und jetzt habe ich es nur irgendwie hingekriegt, dass ich hier diesen Himbeersack hier hingehängt habe und damit wohl Ameisen angelockt habe. Nur was ich jetzt damit anfangen kann, ist mir ein Rätsel. Ameisen haben sich zurückgezogen. Weil ich ja, ich habe keine Ahnung, was das mit den Ameisen auf sich hat. Weil, okay, die Ameisen Die krabbeln. Ameisen sind zurück und holen sich neue Beute. Krabbel, krabbel. Was? Rohr? Da war doch gerade Rohr. Da war doch gerade Rohr gestanden. Hä? Bin ich jetzt doof? Ja, okay. Also, ich bin immer noch nicht so ganz schlüssig, was das da mit den Ameisen auf sich hat. Lalala. Ganz ehrlich, Miep. Fischgräte. Ah. Kann ich dir da Katze geben? Das wird nicht funktionieren. Ach ja, das faulige Fleisch. Das scheint nicht zu funktionieren. Irgendwas muss ich doch diesem Viech geben können. Doch die Himbeeren. Aber wieso habe ich es denn da hinhängen sollen mit den Ameisen? Das kapiere ich nicht. Muss jetzt noch was. Vielleicht irgendwas kombinieren mit den Himbeeren? Aber die Himbeeren sind jetzt nicht der feine Geschmack, oder? Sonst würde man ja nicht an den Kühlschrank dran müssen. Ist da irgendwas, was ich übersehen habe? Gar nicht so einfach das Spiel. Aber nimm Kranausleger. Oder benutze Fischgräten mit dem? Ah! Also, das schaut heiß aus. Nein, wie herrlich. Au! Boah, ist das brutal! Total. Ich meine, das ist zwar ein ätzendes Viech, aber hat er jetzt die Katze umgebracht? Ist sie jetzt im Kochtopf gelandet? Ist das die Delikatesse? Heiß wie Ja. arabische Nächte. Nee, oder? Nee. Das wäre jetzt etwas zu einfach gewesen. Boah, wo ist die jetzt weg, oder was, die Katze? Die hat sich jetzt in Luft aufgelöst. Aber jetzt kann ich an den Kühlschrank. Yay. Kühlschrank, ich komme. Was gibt es da Feines drinnen? Benutze Delikatessenkühlschrank. Boah, was ist das denn alles? Schon wieder Sekt. Ich schaue lieber nicht genau hin. Otternasen? Okay. Lärchen zu. Also das kann man nur betrachten, das auch. Also, wenn das nicht dekadent ist, weiß Die ich auch nicht. Wolfszitzen. Chips. Okay. Und das ist das Einzige, was man wohl nehmen kann. Mache ich das Ein doch. bisschen eklig. Lerchenzungen. Lerchenzungen. Vom Vogel. Bisschen groß, oder? Ist das die Delikatesse? Bah, da schaue ich lieber nicht genauer hin. Okay.
Soll ich den vielleicht mal wieder zumachen? Nö, dann lassen wir jetzt auf. Egal. Yay, habe ich es jetzt geschafft? Bitte, bitte, bitte. Dann machen wir doch jetzt einfach hier. Zack, benutze Lärchenzungen mit Kochtopf. Igitt. Nochmal hier der kleine Beweis. Ist wirklich stimmt. Yay! 100 Punkte für die Kandidatin. Sie hat die 10 Kochverbote hingekriegt. So, achso, ich sollte es vielleicht dann auch nehmen. Wo ist mein Teller? Teller, Teller. Benutze Teller mit... Hallo? Nee, mit Kochtopf. Kochtopf. Geht die vielleicht dann auch wieder zurück? Mei, oh mei, oh mei. Haben wir es geschafft? Jetzt bin ich gespannt, was er dazu sagt. Ehrlich? Wirk. Da steht da, benutze leckeres Couscous-Gericht. Also wenn da leckeres steht und nicht ziemlich mieses wie zuerst, dann kann das ja nicht ganz falsch sein. Dann gehen wir jetzt einfach mal... Hoppla. Dann gehen wir jetzt einfach mal zu der Wache wieder hin. Und hoffen das Beste, dass die auch wirklich dieses Couscous-Gericht mag. Schläft die Olga immer noch? Ja, da liegt sie immer noch und schnarcht. Oder auch nicht. So, betrete Thronsaal. Ist dann die große Frage, wie geht's dann weiter? Das dauert immer, bis man irgendwo angekommen ist. Und dieses Schrittgeräusch immer. So, ich weiß gar nicht mehr, was die eigentlich im Keller wollte. Die wollte eigentlich irgendwie in den Keller kommen. Und ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was der große Plan von den Vieren war. So, dann gebe ich ihm das doch. Komm. Ich warte noch immer auf einen leckeren Beweis, du angebliche Küchenhilfe. Ja. Ich wollte es dir eigentlich gerade geben. Komm sofort. Machen wir eben nochmal Klick. Wo ist der Teller? Da. Das scheint nicht zu funktionieren. Was denn? Hä? Ich habe was Falsches vorher gehabt. Das tut mir aber leid. Und? Niederschmatzt. Hervorragend. So etwas Leckeres habe ich ja lange nicht mehr gegessen. Ha. Die Küche, wenn der wüsste, macht uns Wachen sonst nie so tolle Gerichte. Wenn der wüsste, was da drin ist. Könntest du mir jetzt bei dem Aufzugsproblem helfen? Aufzug? Na sicher. Yay. Yippie. Ach, danke. Wir müssen nicht wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Ja klar, einmal dagegen gehauen. Und die Tür ist offen. Das ist albern. Hä? Da stand doch noch vorhin was drinnen. Dafür habe ich hier stundenlang gekocht. Ja, wirklich stundenlang. Okay. Dann fahren wir mal in den Keller. Bewegt sich nichts. Dem Aufzug scheint Antriebskraft zu fehlen. Ich habe ja selten eine so umständliche Konstruktion gesehen. Ach so, genau, da war ja was mit dem Rohr hier. Das zum Aufzug führt. Das muss ich. Da muss ich wahrscheinlich erst die umschalten, hm? Umgeklappt. So, und jetzt? Das Rohr führt von dem Becken zum Aufzug. Dann ist das die Antriebskraft. Wie raffiniert. Ja, die alten Ägypter wieder. Okay, benutze Hebel. Was passiert? Yay, ich fahre in den Keller. Huch. Keller. Jupp. Und jetzt bin ich im Keller. Schön. Jetzt bin ich aber alleine im Keller. Kommen die nicht mit? Oder sind die dann wieder wie vorher mit der Küche auf einmal plötzlich bei mir? So, was gibt es da? Da ist nix. Da ist was. Betrachte große Kiste. Da steht, geliefert vom arabischen Botschafter, offizieller Sponsor des Endspiels. Wir sind am Ziel. Hihi. Okay.
Benutze Löffel mit Das großer scheint nicht zu Kiste. funktionieren. Vielleicht mit. Ups, nee. Wo ist denn das? Oh, jetzt geht's wieder auf die andere Seite. Ach Mensch. Da wollte ich doch gar nicht hin erstmal. Wir müssen die Kiste irgendwie aufkriegen. Denke ich, oder? Vielleicht damit. So aufstemmen. Yay, vielleicht kriege ich jetzt langsam Übung mit dem Spiel. Gut. Was ist denn dies? Nimm schwerer Gegenstand in große Tücher gewickelt. Sehr toll ausgedrückt. Dann wickle ich dir mal aus. Geht das? Mission erfüllt. Jetzt aber raus hier. Was? Benutze großes Laken, großes Laken, großes Laken. Und den Pokal. Kann ich hier noch irgendwas machen? Holen? Sammeln? Oder war es das? War es das? Ehrlich? Für das blöde Ding habe ich jetzt ewig in der Küche rumgeackert und überlegt, wie ich weiterkomme, nur um hier dieses ganz einfache Ding aufzukriegen und dann dieses schäbige kleine Pokelchen zu kriegen. Ehrlich? Hier ist sonst echt nix. Ja, dann gehe ich wieder. Okay. Wenn das echt alles war, dann fahren wir doch wieder hoch. Voll die Enttäuschung wegen dem blöden Ding. Ich dachte, das wäre irgendwie größer und toller, aber das sieht irgendwie nicht so aus. Okay. Oh nein, der Oh, Pharao. Kacke. Was machen wir denn jetzt? Der Schlaf wandelt, oder? Wie geil! Kichererbsen, Kichererbsen, rede mit Pharao. Ist das herrlich? Ich rede jetzt einfach mit dem Pharao. Weil der Schlaf wandelt, vielleicht kann ich dem irgendeinen Schmarrn erzählen. Salami, Käse! Der Mann, der Ägypten regiert. Manchmal. Der Mann, der Ach so, Ägypten kann ich gar regiert. nicht. Ich werde ihm nicht zu nahe kommen. Okay. Leckeres Couscous. Okay. Der will auch noch was essen, oder? Soll ich dem den Schinken geben? Weiß ich ja nicht. Geht das? Das wird nicht funktionieren. Nee. Aber man kommt jetzt da nicht mehr raus, oder? Ich werde ihm nicht zu nahe Ja. kommen. Also irgendwas muss ich jetzt machen. Glaube ich, dass ich an dem vorbeikomme. Jetzt rede ich mal nochmal mit denen. Ich habe die eine Idee. Schmähtacher, lass dir was einfallen. Toll, ich. Ich wieder. Ja. Eigentlich wollte ich doch immer Gärtner werden. Ja. Was hat Schmul zu sagen? An den komme ich immer nicht dran. Wo ist denn jetzt? Das haut immer nicht hin. Tja, wahrscheinlich eh nichts. Doch, da war. Nichts Produktives. Na? Der eher unbeholfene Revolutionär. Ja. Ach, geh ich, da war er doch gerade. Wieso komme ich nicht an den dran? Ich wollte doch nur mit dem reden. Egal. Ja. Also, da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, wie wir an dem Pharao vorbeikommen. Oder was wir mit dem machen können, damit wir an dem vorbeikommen. Vielleicht kann ich dem eins überbraten. Das probiere ich jetzt aber mal. ich bin nicht gerade nett, ich weiß. Wahrscheinlich geht's eh nicht. Das wird nicht funktionieren. Banane? Ich werde ihm nicht zu nahe kommen. Tja, wenn ihr nicht zu nahe kommen will, ist das schlecht. Nein! Ach so, damit dahin. Nee, oder? Das war etwas laut. Ja, Was etwas haben wir sehr getan? laut. Wir haben den Pharao getötet. Das glaube ich Wir jetzt nicht. Der ist nur wollten ihn K.O. nicht. Der sieht mir nicht sehr tot aus. Aber wir werden gleich tot sein, wenn wir nicht sofort verschwinden.
Die Wachen kommen. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Oh Gott, sind die doof. Toll, wo rennen die denn jetzt hin? Och nö, oder? Na, das war's dann wohl. Rebellengesindel. Okay. Gut. Ja, also. Ich werde jetzt hier, glaube ich, einen Cut machen. Und dann schauen wir die nächste Folge, wie ich mit meinen Jungs hier wieder rauskomme, ohne von den Wachen gevierteilt zu werden. Ja, schauen wir mal, wie das so klappt. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.